Ich hab, to be honest, keinen Bock, mit einem Scheißfundi und einem Fascho hier zu reden, der meint, man lasst über den Körper von gebärfähigen Menschen einfach bestimmen. Ich hab halt das Recht zu. Das war das vorläufige Ende einer Diskussion, die ich nun inzwischen schon vor einiger Zeit geführt habe. Und an dessen Ende ich eben mal wieder mit Rechten auf eine Stufe gestellt wurde, obwohl ich mich eigentlich links sehe. Warum? Was war passiert? Um es kurz zu machen, es ging dabei in dieser Debatte darum, ob es in Ordnung ist, auch noch im 9. Monat abzutreiben. Ich bin der Meinung, dass sobald ein Kind lebensfähig ist, dann sollte nicht mehr abgetrieben werden dürfen. Denn schon in unserem Grundgesetz, Artikel 1, Paragraph 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Oder etwas genauer in Artikel 2, Paragraph 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich und dieser Recht darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. So, dies heißt natürlich, im Grunde würde jede Abtreibung, die, sobald ein Kind am Leben ist, gegen das Grundgesetz verstoßen. Nun, jetzt stehen wir natürlich vor gewissen Problemen. Was ist Leben? Eine Frage, auf die die Menschheit bis heute keine richtige Antwort kennt. Das ist, ja, das ist einfach so. Es gibt da ein Video von kurz gesagt, wenn ich dran denke, werde ich das verlinken. Und ich finde aber auch, Abtreibung ist wichtig. Und momentan haben wir ja eine 3-Monats-Regel. Ich finde es okay. Ich bin jetzt aber auch nicht so tief im Thema drin, dass ich da wirklich sagen kann, hier sagen wir bis zum 4. Monat aus dem und dem biologischen bzw. körperlichen Gründen. Oder nur bis zum 2. Monat aus dem und dem Grün. Dennoch, ab einem gewissen Zeitpunkt sind Kinder ja durchaus lebensfähig, sobald sie geboren sind. Sobald sie weit genug entwickelt sind. Selbst wenn sie noch ungeboren sind. Natürlich, bis zu einem gewissen Punkt brauchen diese, man nennt es ja dann Frühchen, wenn sie zu früh auf die Welt kommen, brauchen sie eben noch die Unterstützung durch moderne Medizin. Aber zum Beispiel im 7. oder so 8. Monat kann ein Baby schon geboren werden und es ist nicht ideal, wenn sie so früh geboren werden, aber es ist jetzt auch nicht mehr unbedingt lebensgefährlich. Was es dann bedeutet, eigentlich sind diese Kinder ja am Leben, obwohl sie dann zu diesem Zeitpunkt immer noch bis zu einem gewissen Grad von der Mutter abhängig sind. Wobei das auch wieder so eine Sache ist, genau genommen sind Babys ja, naja, ich würde sagen, Kinder sind so bis mindestens mal zum 4. Lebensjahr von Erwachsenen abhängig. Und selbst im 4. Lebensjahr können sie selbst eigentlich noch nicht überleben. Aber es hat ja einen Grund, warum es im Mittelalter diese Straßenkinder gab. Beziehungsweise heutzutage ja auch noch, auch in Deutschland. Was dann aber auch wieder die Frage aufwirft, ist ein Baby gerade erst geboren,
was sich ohne die Hilfe einer Mutter nicht überleben kann, beziehungsweise generell ohne Hilfe von anderen Menschen. Ist dieses Kind dann am Leben? Natürlich würden jetzt alle sagen, ja, aber wann hat das denn begonnen? Nun, mit der Diskussionsteilnehmerin, mit der ich diese Diskussion eben geführt habe, sie meinte, ein Kind ist bei der Geburt am Leben. Vorher ist es doch abhängig von der Mutter und daher Teil des Körpers der Mutter. Deshalb darf die Mutter, oder ich sollte hier sagen, sie hat immer von gebärfähigen Menschen geredet. Ja, das ist nicht mein Sprachgebrauch, deshalb werde ich das nicht tun. Ich möchte jetzt aber nur einfach meine Diskussionsteilnehmerin nicht zu sehr missrepräsentieren. Ja, sie hatte einen, würde sagen, sehr radikal Verständnis von heutigem modernen Feminismus. Es ist nicht unbedingt was Schlechtes, absolut nicht. Es ist halt nur etwas, was man bedenken sollte. Und ich bin in großen Teilen kein Freund unseres heutigen. Es gibt einen Blog, der heißt Die Störenfrieders. Die bezeichnen sich als Radikalfeministinnen und ihre Richtung als eben Radikalfeminismus. Ich würde sagen, einige Punkte meiner Diskussionsgegnerin würden in diese Richtung gehen. Ich mag den Begriff Radikalfeminismus aber auch nicht, muss ich hier ganz klar sagen. Nun gut. Auf jeden Fall, nachdem ich dann eben diese ganzen Diskussionen mit ihr geführt habe und dann sie war nicht die Erste, die mich jetzt als rechts bezeichnet hat. Das sollte ich auch mal klarstellen. Es ist mir schon öfters passiert. Aber wir hatten insgesamt eine sehr gute Debatte und ich habe sie dann mal gefragt, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, um links zu sein? Und jetzt kommen wir endlich zu, nach diesem viel zu langen Intro, zu dem Kernpunkt dieses Videos. So, und ich zitiere sie jetzt erneut. Aktive Solidarität, unabhängig von Geschlecht, Nationalität etc. Einsatz gegen Ismen, Einsatz für diskriminierte Personen. Linke Politik ist feministisch, selbstbestimmt, antifaschistisch. Wenn du rumpalaverst, dass gebärfähige Menschen die Möglichkeit zur eigenen Entscheidung über den eigenen Körper weggenommen werden soll, ist das alles aber nicht links. Nun, das ist ihre gesamte Antwort gewesen. Ich wollte jetzt nicht einfach die Hälfte der Antwort abschneiden. Zu der Entscheidung über gebärfähige Menschen habe ich jetzt schon gesagt. Insgesamt muss man natürlich sagen, uns wird dauernd selbstbestimmt über unseren Körper entschieden. Momentan natürlich Corona, ne? Ich meine, was ist das all anderes mit der allein mit der Maskenpflicht, dass über unsere Körper bestimmt wird? Mit der Ausbreitung der 2G-Regelung und in einigen Ländern wie zum Beispiel Australien, da kommt man ja momentan nur rein, wenn man geimpft wurde. Also selbst Genesene kommen da nicht rein. Es muss geimpft worden sein. Da haben wir also eine 1G-Regelung. Ja. Also es ist quasi ein Impfzwang, wenn du nach Australien einreisen möchtest. Und das sind jetzt Corona-Sachen. Da ist ganz klar, du wirst du wirst fremdbestimmt. Über die meisten anderen Gesetze brauchen wir doch gar nicht reden. Ich meine, komm, nur mal als Beispiel.
Der Autogurt, sich im Auto anzuschnallen, ist ebenfalls so eine Fremdbestimmung. Ja, die meisten von diesen Sachen haben nicht so einen Impact wie eine Abtreibung, aber sie sind Fremdbestimmungen. Wobei man sagen muss, als der Autogurt eingeführt wurde und das zur Pflicht erhoben wurde, das war auch mal wieder der Untergang des Abendlandes. Okay. Gehen wir jetzt aber mal wieder einen Schritt zurück zu Ihrer eigenen Definition oder von Ihrer Meinung der wichtigsten Punkte, was links ist. Okay, aktive Solidarität unabhängig von Geschlecht, Nationalität etc. kann ich so unterschreiben. Wie sich diese Aktivität auszeichnen soll oder so, das ist immer eine Sache. Das kann man nicht pauschal sagen, ne? Zum Beispiel sollte man Vergewaltigungsopfern helfen und zustimmen. Ja, auf jeden Fall. Darf man gegen sie trotzdem noch kritisch sein? Ja. Also, es ist schon etwas ausgelutschtes Beispiel, aber Gina-Lisa Lofink hat es mit ihrer Verleugnung damals ganz klar gezeigt, dass es gefährlich sein kann, wenn man einfach nur glaubt, ja, die Frau hat jetzt gesagt, sie wurde vergewaltigt, jetzt müssen wir sofort Gesetze deswegen machen. Ja, also das kommt dann halt davon, dass ich weiß gar nicht mehr, welche Frauen das waren. Ich glaube, einmal die Bundesministerin für Familie und hast du nicht gesehen? Ich weiß gerade nicht mehr. Familie, Kinder, Rentner, Senioren, was auch immer. Und ich glaube auch Ursula von der Leyen, die war es damals aber nicht mehr. Ich glaube, die war damals schon Verteidigungsministerin. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich hätte nachschauen sollen, tut mir leid. Jedenfalls, ich werde einen Artikel drunter verlinken. Jedenfalls gab es da schon während die Verhandlungen noch nicht mal begonnen hatten, gab es da schon Rufe, dass man viel mehr, viel schneller, viel einfacher etwas gegen Vergewaltigung tun müsste. Noch vor der MeToo-Debatte, was dann auch später mit zu diesem Nein heißt Nein-Gesetz geführt hat, welches eine absolute Katastrophe ist. Das ist nicht mal jetzt eine rechte Sache, sondern das sagen sogar Feministinnen und die Juristen sagen es sowieso, weil der Begriff, was eine Vergewaltigung ist, einfach viel zu sehr verwässert wurde. Und damit ist niemandem geholfen. Das war eine Solidarität, die ist halt, sie hat im Grunde das Wichtigste, den wichtigsten Punkt von deutschem Justizrecht vergessen. Und zwar die Unschuldsvermutung. Diese Politikerinnen sind übrigens, ich habe gerade gegendert, ja, Politikerinnen mit Bindestrich halt, Quatsch, sag schon mit so einem Schrägstrich dazwischen, ja, die sind halt dann in vorauseilendem Gehorsam quasi dazu gegangen, mehr Gesetze dagegen zu erlassen. War jetzt, wie sich halt später rausgestellt hat, keine gute Idee, vor allem weil Gina-Lisa Lofink über diese Vergewaltigung gelogen hat. Oder höchstwahrscheinlich gelogen hat, also im Gericht ist sie auf jeden Fall nicht damit durchgekommen. Ansonsten Solidarität auf jeden Fall.
Wobei wir jetzt auch bei Afghanistan gesehen haben, ja, was haben wir uns solidarisch gezeigt? Hat auch nichts gebracht. Also sollten wir halt immer ein bisschen, naja. Einsatz gegen Ismen, sage ich gleich was so. Einsatz für diskriminierte Personen. Ja, in der Tat, wobei dann auch wir sagen, naja, wir leben in einer unfairen Welt. Und meistens ist Einsatz gegen diskriminierte Personen, ja, können wir machen, aber bitte nur, wenn es keinem schadet, ja. Was? China macht quasi einen Holocaust an den Uiguren. Sorry, aber das kann man durchaus einen Genozid, einen Völkermord nennen. Ja. Beziehungsweise es ist ein Völkermord, ganz klar. Ja, natürlich sollten wir uns, obwohl es ist China. Nee, lass mal. Wir wollen doch lieber unsere billigen Sachen weiterhaben. Ja. Was? Hier. Die gesamte Sahelzone ist ein einziger Clusterfuck an Krieg, Mord, Vergewaltigung, Kinderarbeit und hast du nicht gesehen, würden wir gerne was tun. Das Problem, die Sahelzone ist voller Diamanten, seltener Erden, Kupfer, Gold, anderer Rohstoffe, die wir für unsere für unseren Luxus-Hightech hier im Westen brauchen. Oder hier im Europa und und Nordamerika brauchen. Ah, lass die Sahelzone untergehen. Wir wollen unseren Lebensstandard ja nicht verlieren. Nee. Und das ist jetzt nicht dass ich sagen würde, hier, ich lese gerade aus dem Programm der AfD vor. Selbst jemand wie den Grünen oder den Linken ist es egal. Sorry, muss man so sagen, es ist denen egal. So, linke Politik ist feministisch, selbstbestimmt, antifaschistisch. Selbstbestimmt, okay, ja. Antifaschistisch, hier muss ich immer ganz klar sagen, Antifaschismus nach einem gesitteten Vorgehen, ja. Die schwarzen Blocks, die sich mit Nazis prügeln. Und das, was man meistens als Antifa hört, das ist nicht antifaschistisch. Das sind Arschlöcher, die. Sorry, ich werde da ganz schnell ausfallend, ja? Also dieser Antifaschismus, ja, dagegen bin ich. Gegen Faschismus natürlich auch, aber wir sehen hier schon, Einsatz gegen Ismen funktioniert nicht. Ich kann nicht gegen Faschismus und Antifaschismus sein, beziehungsweise ich bin gegen Teile des Antifaschismus, nämlich die Teile des Antifaschismus, die sich ebenso faschistisch halten wie das, was man gemeinhin als faschistisch bezeichnet. Und naja. Zum Beispiel gibt ja auch antifaschistische Organisationen, die, sag schon, die leisten Museumsarbeit, die betreiben Denkmäler und so etwas. Das ist antifaschistische Arbeit, die kann ich nur unterstützen und gutheißen. So. Wir hatten jetzt aber auch ja das Wort feministisch. Ja, Feminismus. Einsatz gegen Ismen schließt sich wieder aus. Und ich habe ja schon einige Videos gegen Feminismus gemacht, was vor allem heutzutage recht leicht ist, weil der Feminismus in Deutschland hat die wichtigsten Etappen eigentlich erreicht. Ja. Natürlich, es ist immer noch wichtig, diese Etappen durchaus zu halten. Ja. Und es gibt
auch durchaus noch gesellschaftliche Probleme, wo wir einen Feminismus brauchen. Juristisch hingegen, muss man sagen, ist der Prozess größtenteils vollzogen. Und in der juristischen Sicht und in der global sozialen Sicht brauchen wir heutzutage eher etwas, was man Humanismus bezeichnet. Ja? Wenn irgendwelche Feministinnen sagen, Feminismus setzt sich auch für Männer ein, für Transpersonen, für körperlich oder geistig benachteiligte Personen, für hasse nicht, für Tiere. Ja. Dann ist das entweder Humanismus oder sogar Speziesismus, beziehungsweise positiver Speziesismus, ja. Wer hier die Doku Earthlings kennt, die reden ja auch von Speziesismus. Allerdings natürlich Speziesismus in seiner negativsten Form. Das muss man ganz klar sagen. Übrigens, falls ihr Earthlings nicht kennt und über 18 seid, die Doku gibt es hier auf YouTube. Schaut sie euch unbedingt an. Es sei denn, ihr kommt nicht damit klar, wirklich, wirklich brutale Szenen zu sehen. Ja? Das ist jetzt kein Scherz. Die Doku ist komplett berechtigt ab 18. Ja, also Saw ist dagegen Kindergarten, was uns Earthlings zeigt. Bloß das Problem bei Earthlings ist, das ist real. Saw haben wir ja immer noch die Sache, ja, das ist nicht real. Ja. Wobei das ist ja auch so eine Sache bei Schindlers Liste. Die Taten der Nazis in dem Film, die wurden drastisch abgemildert, weil man gesagt hat, das, was da wirklich vorgefallen ist, das ist so jenseits all dessen, was für einen normalen Menschen nachvollziehbar ist, das glaubt uns keiner. Glaubt mir, die Menschen sind. Ey, der Teufel mag ein Fan der Menschheit sein, ich bin es nicht. Okay. Also daher denke ich, linke Politik darf nicht feministisch sein. Sie muss humanistisch sein oder global speziesistisch sogar. Ja, dass man sich. Natürlich, wir werden uns immer zum Großteil für Menschen einsetzen, ganz klar. Ja, im Grunde, aber gehen wir zum Beispiel nach dem Klimaschutz. Ein ordentlicher Teil der Menschheit ist davon jetzt nicht so sehr betroffen, muss man sagen. Klar, die Menschen werden leiden und so, aber das haben wir zuvor erlebt. Schlimm ist es für nichtmenschliche Tiere. Und das sind dann die Sachen, ja. Im Grunde, ich denke, ihr wisst es selbst. Also, was ist nun links? Linke Politik, meiner Meinung nach, sollte sich für einen Ausgleich zwischen den gesellschaftlichen Schichten ja, aussprechen. Es hört sich jetzt doof an, aber es sollten die Unterschiede der Menschen zueinander verschwinden und dennoch erhalten bleiben. Ja? Das ist ein Grund, warum ich die Identitätspolitik, vor allem die feministische Identitätspolitik, absolut ablehne. Oder linke Identitätspolitik. Weil im Grunde ist sie genau der gleiche Schwachsinn, den auch die, sag schon, wie heißt sie noch, die identitäre Bewegung
sagt, halt die Rechten dieser ganzen Misere. Bloß die linke Identitätspolitik dreht das Ganze halt um. Die sagt nicht, die Weißen unterdrücken die Schwarzen und deshalb müssen die Weißen damit aufhören, sondern weil die Weißen so privilegiert sind, müssen sie vor den Schwarzen immer zurückstecken, um diese irgendwie auf das Niveau der Weißen zu heben, was sie aber niemals schaffen werden, weil die Weißen sind so privilegiert. Sorry, aber das ist Rassismus in reinst Form und ich bin gegen Rassismus. Ja, ich bin gegen Ismen, gegen solche. Und ich bin, was das angeht, Träumer und Idealist. Ich bin für das eigentlich, was der Kommunismus von Marx eigentlich gesellschaftlich haben wollte. Nämlich, dass jeder Mensch so frei sein kann, wie nur irgendwie möglich, bis er eben an die Grenzen eines anderen Menschen anstößt. Diese muss man immer respektieren, ja. Und das ist kein Unterschied zwischen Kulturen und ja, zwischen Kulturen geben sollte, dass wir uns alle vertragen sollten. Im Grunde, ja, Kumbaya singen. Auch dass die Religion, wegen mir können Religionen weiter existieren, aber sie sollten keine Macht haben. Das will ich, glaube ich, damit sagen. Weil die meisten Religionen sind einfach von Menschen gemacht worden. Und gerade beim Islam sieht man diesen Verfall sehr deutlich. Die ersten Zeilen des, wenn ihr euch den Koran mal durchlest, ich empfehle es jedem, macht das mal. Als erstes war Mohammed durchaus auf dem gleichen Weg wie auch ein Jesus. Absolut. Später, als er dann nach Medina kam und dieses eroberte und dann auch immer weitere Gebiete eroberte, ist dieser Mann aber abgefallen. Es wurden immer mehr Sachen reingebracht, die absolut faschistisch, unterdrückerisch und unfair waren. Und dadurch, dass die islamischen Gelehrten heutzutage immer sagen, ja, die neueren Offenbarungen Mohammeds sind wichtiger als die alten Offenbarungen, sorgt das halt jetzt dafür, dass man sagt, Mohammed hat gesagt, wir sollen die Juden respektieren. Das war am Anfang. Später hat er die Juden allerdings zu Tausenden abgeschlachtet, obwohl so viele gab es damals nicht, einfach weil die Bevölkerungszahlen zu klein war, aber zu Hunderten hat er sie abgeschlachtet. Und das war in Ordnung, weil man musste sich ja verteidigen. Und ja gut, er hatte dann diese Stadt vielleicht noch nie betreten, aber Gott hat gesagt, das ist ein neues Land im Nahen, das ich dir gegeben habe, Mohammed. Das verteidigst du jetzt mal, indem du die Juden abschlachtest. Also, daher, ja, Juden respektieren, schützen, etc. Aber Israel wegbomben ist absolut in Ordnung, weil das ist ja das heilige Land, das muss beschützt werden. Das passt nicht zusammen und sorgt dann halt auch dafür, dass der Islam in seiner Grundauslegung faschistisch ist. Gut, genau genommen, wenn wir uns das mal ansehen, ist das mit fast jeder Religion so. Die Religionen, die nicht so sind, sind zum Beispiel der Satanismus von La Fey. Ironischerweise.
Das Christentum ist faschistischer als der moderne Satanismus. So, wohin will ich mit diesem Video jetzt aber eigentlich hinaus? Ich wollte euch eine kurze Einsicht in meine Denkweise geben. Und dabei ist es natürlich nicht geblieben. Ich kenne mich ja. Aber ich habe mir das so gedacht, dieses Video sollte nur eine kleine, wie sage ich, eine Einführung sein in meine Denkweisen. Und ich werde in nächster Zeit, beziehungsweise bald, wobei sich mein Bald von eurem Bald unterscheiden kann, dies weiter themenspezifischer erläutern und klar machen. Und ich freue mich darauf. Schreibt mir gerne eure Meinungen, was ist links, in die Kommentare. Und alles Gute. Gruß, Zynas Fan.